Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, einer Überraschungsfolge von American Truck Simulator. Wieder mit dem Epi zusammen. 3.0? 2.0. So. Ja, ich habe eine Überraschung für den Epi und eine Überraschung für euch. Die Überraschung ist nämlich, er hat sich das DLC geholt, dass wir nach New Mexico können. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann versuchen wir einfach mal das Beste draus zu machen. Und ich nehme mal ein gutes Angebot an. Ich hoffe, das ist noch drin und das hat jetzt nicht zu lange gedauert. So, läuft in 27 Minuten ab, ist auch nicht ganz so lang die Fahrt. Aber es hat einige Tücken. Wir nehmen es mal an. Das ist ja schon, oh, was ist das für ein Ding? So, und die Überraschung für den Epi ist, wir fahren ihn in dieser Folge mal hinterher. Ach, was? Du! Eieieiei, was haben wir denn hier schon wieder? Was für hier? Oversize Load steht auch noch ganz groß hier drauf. Wo ist denn der Epi jetzt hier? Moment. Rechts neben uns müsstest du sein. Ich sehe dich nicht. Du bist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ich fahre schon mal raus. Ich fahre schon mal raus. Wo ist denn hier der Ausgang? Rechts von uns. Huch, da kommt der gerade. Hab ich mich jetzt so schon... Du bist irgendwie gerade vor mir gespawnt. Deswegen ja, konntest du mich auch nie sehen. Oh, bin ein bisschen weit raus geworden. Alter, ist das Ding groß. Jetzt würde jeder zweite Mann, der hier zuguckt, sagen, ja, das sagen sie bei mir auch immer. Warte mal, wir müssen jetzt nach links. Oh, die Ampel ist rot. Scheiße. Ich stehe mitten auf der Kreuzung. Die Ampeln irgendwie cool. Ich habe übrigens, das muss ich noch dazu sagen, meine Bremsen ein bisschen besser eingestellt. Ich habe gesehen, dass das hier nicht so eingestellt war wie beim Euro Truck Simulator. Es geht los. Ich mal lieber vorsichtig mal ein bisschen nach vorne noch. Da habe ich die nämlich etwas stärker eingestellt. Und ich habe mich die letzte Folge hier sehr gewundert, warum das hier nicht funktioniert hat mit den Bremsen so richtig. Also die funktioniert natürlich schon, aber die sind nicht direkt, die bremst nicht so direkt und ich habe so ein bisschen umgestellt. Jetzt steht hier die ganze Zeit Episode 1 AP vor mir. Jetzt weiß ich, wie nervig das ist. Komm, wir tauschen nochmal. Ich überhole dich gleich. Eieiei. Ja, ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal von der... Was macht denn jetzt? Macht ihr eine Vollbremsung? Geht's noch? Wollt mal gucken, ob deine Bremse auch funktioniert. Ja, ich bin jetzt eine LKW-Länge, bin ich jetzt dahinter, habe ich eine Vollbremsung gemacht, weil ich Panik hatte. Ich wollte die jetzt erstmal, was machst du jetzt? Oh, komm Kiste, fahr! Mehr als 5 bitte. So. Wieso steht hier so ein Auto so komisch drauf? Boah, das ist so ein großer Transport. Bleib bloß da stehen. Ich habe hier einen ganz großen. Ich habe so einen Dreier-Transport. Oh, 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 oh. Kriege ich den noch ohne? Oh, es könnte kompliziert werden. Das ist übrigens das Gleiche, was wir in unserer Probe, in unserem Probelauf hatten. Wo alles so toll gelaufen ist und wirklich fast ohne Komplikationen. Außer, dass mir einer Vollkaracho, der am Rand gestanden hat und auf mich gewartet hat, Vollkaracho reingefahren ist. Aber es ist ein anderes Thema. Mhm. So, mal schauen. Also Schwertransporte sind ja schon mal noch eine Nummer heftiger. Oh, hier ist ein Bahnübergang. Wenn ich losschreie, dann guck, dass du so schnell wie möglich da durchkommst. Ist aber jetzt kein... ich hab nach dem Zug geguckt. Warum bremst du hier? Ja, weil ich gucken muss, wie man hier abbiegt. Aber man biegt noch nicht ab. Man biegt erst da drüber ab. Oh. Ich wollte den Leuten dir zeigen, kommt da ein Zug oder kommt da keiner? Guck so voll zur Seite, guck wieder nach vorne. Im nächsten Moment hast du hier eine Vollbremsung gemacht. Ich glaube, das hackt. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bei ihm sieht das alles so einfach aus, ne? Bei mir wahrscheinlich auch, wenn man mir jetzt hinterherfahren würde. Aber wenn ich hier drin sitze, ich bin hier gerade wirklich Rotz und Wasser am Schwitzen. Oder wie nennt man das? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Hast du gerade Hup? Nein. Ja auch. Ach, jetzt hab ich die Babyhupe. Ja, toll. Ja, ich hör dich hupen. Ja, das ist so eine... Moment, das kann ich machen, wenn wir ein bisschen gerader fahren. Aber ich sehe dich auch nicht mehr jetzt hier.
Also eben habe ich dich, in der Stadt habe ich dich noch gesehen vom Namen her. Ja, ich sehe dich, aber ich sehe deinen Namen jetzt nicht mehr. Du bist so weit weg. Und der beschwert sich, dass ich einen Bleifuß habe, ne? Also, das merken wir uns jetzt. Überholt hier so ein wahnwitziger LKW-Fahrer gerade hier meinen Schwerlasttransport. Was, sag mal, was bist du denn für ein Spacken? So. Oh. Jetzt habe ich gerade so einen Affen bekommen innerlich. Mein Herz ist hier so am Flattern wegen dem, dass ich hier gerade voll über den rechten Streifen am rüberfahren bin. Der überholt mich hier der Nächste, oder was? Hallo, du bist ein LKW. Kumpel, mach mal langsam hier. Wie schnell fährst du denn? Ich kann gerade nicht mehr als 60 knapp. Ich habe einen Schwerlasttransport, ja. Oh, ein Unfall, Achtung. Alter, wieso überholt der mich nicht? Weil ich ein Foto gemacht habe. Ja, von komm, dem, fahr. Von dem Unfall oder was? Fahr, ja. Oh, ich glaube, ich habe dadurch, bin ich irgendwie ins Schlenkern geraten oder so und habe hier so ein Bömpelchen überfahren oder so. Nee, ne? Ja, diese Hütchen, die da stehen. Ja, also ja. Ganz hinten mit Hast du den, die Polizei auch überfahren oder was? Nee, aber ich habe hier halt einen Screenshot gemacht und dann hat das hier so geruckelt und dann, danach habe ich dann gestanden. Das war irgendwie gerade ein bisschen scheiße. Ich konnte dann auch nicht anfahren, weil das Ding ja nicht fährt mit seinem Schwertransport. Vielleicht kommt eine Straßenverengung, da müssen wir... Schon wieder? Ja. Müssen wir da nach links? Ja, nach links auf die Überholspur. Das ist eine Baustelle. Ich rauschte aber mit 65 durch. Ja, ich war schon mal rüber und blockiere den einen, der mich gerade überholen wollte. Eigentlich ist hier nur 55. Also, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. In der Realität mache ich sowas natürlich nicht. Macht übrigens mal Licht an. Ja, dann fahre ich nicht mit einem LKW, der nicht über 60, über 40 rüberkommt, auf die linke Spur und bleibt da die ganze Zeit. Nein. Wie gesagt, mach mal dein Licht an, weil es wird langsam dunkel, glaube ich. Und sonst kriegst du Knöllchen. Zweimal L, ne, war das, oder? Mhm. Und P waren, glaube ich, die Scheinwerfer, falls es regnen sollte. Aber danach sieht es jetzt eigentlich nicht so aus. Nee, war der Scheinwerfer, nicht die Scheinwerfer. Ahead. Der Epi sagt ja so ganz doof, es wird sich alles verengen auf der Fahrbahn. Da müssen wir alle links fahren. Jetzt fahre ich hier wie so eine gesenkte Sau schon seit einer Stunde auf der linken Seite. Ja. Und hier kommt keine Fahrbahnverengung. Doch, rot ahead, da hast du doch gerade vorgelesen. Da war ja, aber hier ist ja nichts. Hä? Alles frei. Ja, aber einspurig nur noch gewesen. Und jetzt wieder frei dann, danach. Nö. Ich überhole jetzt erstmal den LKW. Ich mache jetzt mal eine Pause. Ich kann das nicht mehr ertragen hier. Nimm mal einen Kaffee. Ich nehme mir wieder einen Kaffee. Das hat gezählt übrigens, ne? Mit dem Kaffee? Ja. Trink einen Kaffee oder so? Nee. Nee, das war eine Rast. Mach eine Rast oder so ähnlich. Ach so, ja, das ist klar. Ich würde den LKW gerne überholen. Irgendwann werde ich ihn auch nochmal überholen in dieser Folge. Ich bin jetzt bei 60. Der LKW ist anscheinend bei 59. Ich werde ihn noch überholen. Ich komme auf jeden Fall näher. Hier geht es übrigens die ganze Zeit, wird es hier nicht enger. Ich habe das auf Video, mein Schatz. Dass du mir gesagt hast, dass es eine Fahrbahnverengung gibt. Und ich fahre hier kilometerlang nur auf der linken Spur. Dann haben sie die wahrscheinlich weggemacht, extra für dich. Die haben gesagt, oh, da kommt die Gameplayerin, lieber schnell abbauen, die Überholstelle. Die fährt uns um. Aber bist du bei Arizona und Gallonöl entlang gefahren? Das fragst du mich jetzt. Oder bist du wieder falsch gefahren? Nein. Das ist vielleicht daran. Jetzt Nationalpark, Pervisty Forest oder so ähnlich. Also ich habe jetzt erstmal wieder vom Dustel Down hier. Ja. Und außerdem gibt es gleich Regen. Das Gewitter zieht hier auf. Hier ist eine Hamburger-Werbung. Dunkle Wolken. Kaffee. Ganz ehrlich, also ich habe da nichts von. Ja, du musst ja schon lange da dran vorbei sein. Du hast doch eben ja, das Schild. Ja, ich sehe dich aber auch nicht mehr. Du Bist du hier vielleicht abgefahren? Hier unten ist eine Raststätte auf der linken Seite. Nein, ich bin nicht abgefahren. Ach, da bist du. Ja, da bin ich eben dran vorbeigefahren. Aua, was war denn das? Eine Bodenwelle oder was?
Speedlimit 75, komme ich noch nicht hin. Ne, ich schaffe auch nur 65. Move, irgendwas mit Move stand da gerade. Das jetzt natürlich gleichzeitig dunkel geworden ist. Sag mal, der fährt konstant 65, oder? Dieses dumme Aas. Der ist jetzt extra 1 km/h mehr gefahren, oder eine Meile oder wie auch immer, nur damit ich den jetzt nicht überholen kann. Jetzt fährt der extra innen, damit der schnell fährt. Ich habe nicht gegendert, ne? Ich habe nur innen gesagt. Nur so ja, zur Info. Was macht der jetzt hier? Warum macht der eine Vollbremsung auf der... Ist der denn normal, ey? Der LKW vor mir hat ja, er bremst auch. Er bremst auch. Ach, du Penner! Weg war er. Ist er abgebogen oder was? Ja. Aber ich habe ihn überholt. So. Ach, ich denke die ganze Zeit, wieso fährt der hinter mir so auf? Das ist mein Anhänger. Oh, nee, ne? Ja, es ist dunkel und ich sehe hier nur was Rotes leuchten. Oh, ich habe ja einen Anhänger dran, der ist nur 20 Meter lang. Oh, sorry. Ich war mal alles um. St. John's Bluff steht jetzt hier. Keine Ahnung. Irgendeine Station ist hier. Wildlife bin ich wieder dran vorbei. Mhm. Kommt ein... Nee, keine Autobahn. Doch, nennt man das Autobahnkreuz, wenn das so aussieht? Eigentlich nicht, das sieht ein bisschen anders aus. Ja. Eher nicht. Null Ahnung, wovon ich rede, aber erstmal sagen, ja. So typisch Mann, ja. Hörst du mir überhaupt zu? Ja. Nö. Was habe ich denn eben gesagt? Keine Ahnung. Das ist Mario Bart live, meine Lieben. Männer sind auch nur Frauen. Oh, sie können... Oh, hör mir auf. Ey. Oh, sie können die Wiegestation fahren. Was, die Wiegestation? Ja, ja, ich brauche nicht wiegen. Also, ach so, ja. Ja, das ist eine Errungenschaft. Kannst du das machen? Nee, ich kann sie umfahren, hat er mir gerade gesagt. Nein, mach das bloß nicht. Ja, bin aber schon vorbei. Kannst du ja anhalten. Ich weiß ja nicht, wo die ist oder wann die kommt. Hier ist. Die kommt. Ich werde hier gefilmt. Oh. Die kommt als nächstes. Schön lächeln, hier kommt gleich eine Kamera. Wir werden Filmstars. Hallöchen, ich bin die Gameplayerin. Wie geht's euch? Ja, guten Tag. Hallo. Erster Halt auf den Geilhof. Irgendwas mit All Trucks, keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr gesehen. Wiegestation, 1 Meile. Ah! Wo? Wie? Warum? Ach so, wir müssen vielleicht... Sie können die Station umfahren. Gute Fahrt, will ich nicht. Nein, nein, halt die Klappe und lass mich mein Navi sehen. Oder ist... Scheiße, ist das die hier rechts gewesen? Ja, so ein großer Platz. Oh, Entschuldigung. Ich muss mal eben die Abkürzung nehmen. Ich will das unbedingt machen. Aber ich habe geblinkt. Du hättest auch anhalten können. Ist das hier? Also, ich wollte es ja realistisch machen und ohne, dass ich irgendwo gegenfahre. Aber sorry, ich habe das noch nie gemacht. Ich will das unbedingt mal machen. Wenn das hier die Wiegestation ist, wovon ich ausgehe. Oh, fahr weiter, komm. Los. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Muss ich nach vorne, wo das Stoppschild ist? Ich weiß ja nicht, wie man sich da richtig hinstellt. Hinter mir ist noch ein LKW, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich hier stehe. Muss ich zu dem Stoppschild hin? Wenn da keine Anzeige ist, irgendwas wiegen, dann kannst du da nichts machen, ne? Wiegestation-Dienst. Ja, der steht auf grün. Ja, dann kannst du doch E drücken meistens oder irgendwas machen. Nee, aber da kam nichts. Nö, ja, dann geht, das ist kaputt gemacht. Och komm! Jetzt halte ich alle hinter mir auf. Haha! Ha. Mann! Wenn einer weiß, wie das funktioniert und was ich jetzt vielleicht falsch gemacht habe, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich würde das gerne mal machen. Abgesehen davon, dass das eine Errungenschaft ist, und ich bin ja Errungenschaftsjägerin, wie jeder weiß, abgesehen davon würde ich es halt auch gerne mal wissen, wie das funktioniert. Mann, was macht der? Der blinkt noch... Ey, was, das ist doch das Fahrer hier. Als LKW-Fahrer also muss schon nicht, harte Nerven haben. Nee, muss schon harte Nerven haben, ne? Weil die fahren sich hier ein zurecht teilweise. Die, du ohne hast doch zuletzt und noch so schön gesagt, das ist ja ein Lotterleben. Du sitzt nur in deinem Auto und fährst. Ja gut, das stimmt ja auch.
Ja, aber da habe ich dir ein Gegenbeispiel genannt, ne? Es waren nur 2 Wochen, aber ich war mit einem echten Trucker mal zusammen. Oh Gott. Es ist eine halbe Ewigkeit her. Aber ich weiß halt, wie scheiße sowas wirklich sein kann dadurch, ne? Also es ist... Es ist nicht einfach, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und vor allen Dingen, du bist wirklich für alles selber verantwortlich, ne? Also wenn die dich irgendwo drankriegen, die Fracht ist nicht richtig gesichert oder... dein Chef hat, sag ich mal, Terror gemacht, du sollst schnell, schnell, schnell machen. Und dadurch ist irgendwas nicht richtig. Ne? Mir fällt jetzt gerade natürlich kein Beispiel ein. Das geht alles auf deine Kappe. Also auf denjenigen, der fährt. Und das, ich finde das schrecklich. Also nicht auf den, auf die Kappe von demjenigen, der es angeordert hat. Oh, hier steht die Polizei. Ich muss... Hallöchen, liebe Polizei. Guten Tag. Ich war hier ganz vorschriftsmäßig... Ach, ihr wisst, was ich meine. Vorschriftsmäßig, so. So. Ich bin noch nicht mal was umgefahren. Oh, ich habe heute ein Deutsch drauf. Ich werde langsam so müde, wie es hier im Bild angezeigt wird, habe ich so das Gefühl. Komm, brems, brems, brems. Ich bin jetzt im Flexdev oder so. Oder das geht links rein. Ich habe keine... Nee, ich bin in Gallup. Ja, ja, da war ich Gallup, auch. Gallup, Gesundheit. Ich bin aber schon wieder in der Prärie irgendwo hier. Ja, ich musste jetzt vernünftig fahren wegen der Polizei. Ach so, jetzt auf einmal. Ja. Also ich wollte das ja nur mit dem Wiegen unbedingt mal machen. Komm, fahr. 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 Sonst wird's gleich wieder rot, bevor du die Kreuzung erreichst, Mann. Oh, ist das ätzend mit so einem Schwertransport. Ich habe hier einen Donut. Donut. Den muss ich für Lena. Zack, Donut. 70 Meilen noch. Bieg doch nicht ab, wenn du siehst, dass ich hier gerade am Fahren bin, du Arschloch. Ja, das habe ich doch eben auch gehabt. Haben das bei dir auch gemacht jetzt, oder? Ey, dieser Wichser. Gut, dass ich meine Bremsen auf 130% eingestellt habe. Also, geht ja gar nicht. Ich habe den noch angehupt. Ich habe ihm noch einen Mittelfinger gezeigt hinterher, aber der hat nicht mehr geguckt, der Blödmann. Nein, liebe Kinder, man hupt natürlich nicht, wenn man aggressiv ist. Man ist nicht aggressiv im Straßenverkehr, liebe Kinder. Und man zeigt natürlich niemals den Mittelfinger. Das sollte man übrigens wirklich nicht machen, weil man dafür Strafe zahlen kann, habe ich mal gehört. Ey, du darfst dich noch nicht mal mehr an den Kopf tippen, was ja eventuell sein könnte, dass du dein Haar auch einfach nur aus deinem Gesicht rausmachen willst oder so. Das könnte man nämlich auslegen, als ob man jemanden einen Vogel gezeigt hat. Oh, jetzt die und Polizei. Der könnte einen dann entsprechend anzeigen. Also das ist so lächerlich. Hier stand die Polizei in der Ecke. Wenn mich jemand Arschloch nennen will, dann mache ich das und fertig. So. Und ich britzel dir mit 65 Sachen durch. Aber ich darf hier 65 fahren. Hier ist 65. Also ich würde das natürlich denjenigen nicht entgegenschleudern, muss ich auch dazu sagen. Wenn ich dem aber insgeheim Arschloch nenne, dann ist das halt so. Wieso ist mein Navi jetzt doppelt? Hallo? Also ich möchte einen Truck haben, auf jeden Fall, wenn ich mir einen kaufe, der zumindest 100 Meilen schafft. Wenn ich mir mal einen Truck kaufe, dann will ich einen... Sag mal, hallo? Ich dachte, du wolltest einen Wohnwagen haben. Hä? Ja, damit wir die Weltreise machen können, wenn Lena 18 ist. Ja, kann man den Truck auch machen. Holen wir uns einen Truck und machen da... Ja, das habe ich auch kein Problem mit. Wenn man da eine Toilette anschließen kann und wenn man da... Ja, okay, Campingkocher könnte man auch benutzen, habe ich auch kein Problem mit. Wird zwar wahrscheinlich irgendwann ätzend werden, aber wenn du da monatelang nur noch davon lebst, aber... Grundsätzlich bin ich sehr minimalistisch. Was ich nur brauche, ist WLAN, einen leistungsfähigen Spiele-PC und ganz viele Bücher. Aber ansonsten bin ich sehr minimalistisch. Das war ernst gemeint. Mit dem Rest bin ich wirklich minimalistisch. Da bleibt zwar auch nicht mehr so viel übrig, aber... Ich hoffe, ich höre mich im Moment auch nicht so kratzig an, wie ich gerade denke, dass ich mich anhöre, weil wir haben es schon sehr, sehr spät in der Nacht mittlerweile. Ich weiß nicht, warum ich mich vom EP überhaupt noch habe überreden lassen, jetzt noch mal eine halbe Stunde hier zu fahren. Obwohl ich gleich noch Assassin's Creed für euch aufnehmen muss. Oh ja, dann hören wir hier direkt nach auf. Ja, dann muss ich wieder die halbe Nacht spielen. Ja. Stern der roten Ampel. Du musst so viel aufholen hier irgendwo jetzt. Hey, warte mal. Ist hier ein Hafen?
Ja, das Brutmann, so, ich habe zuerst gedacht, das ist, wenn ich über einen Streifen drüber fahre, aber... Nee, nee. Ja. Du hörst es ja jetzt gar nicht. Oder hupen die alle nur? Ich hup auch mal. Oh. Ich hätte das nicht mit der gleichen Hand machen sollen. In dem einen Ort, wo ich gerade war, da ist der Ampel mittendrin. Oh, Unfall. Oh. Hast du eingebaut? Wieso sagst du, nein. Auf der Gegenspur. Wieso sagst du eigentlich, oh, du bist doch hier kilometerweit schon weg oder meilenweit schon davon gefahren? Nein, ich bin 22 Meilen habe ich noch zum Zielort. Ich 50. Ja gut, ich habe mich aber, wollte mich ja wiegen lassen, muss ich dazu sagen. Na, da bist du ja weitergefahren in dem Moment. Ja. Aber ich habe den Epi vorher schon lange nicht mehr gesehen. Also darf der Epi, spätestens wenn er diese Folge anguckt, wenn ich die hochgeladen habe, darf der Epi nie wieder sauer sein, wenn er mich nicht mehr sieht, weil er dann nämlich ganz genau weiß und sich daran zurückerinnert, wie schnell man eigentlich weg ist. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass er mich einfach nur loswerden wollte, aber man weiß es nicht. Ja, dann wäre ich noch schneller am Fahren. Ja, deswegen bist du ja auch geblitzt worden in der letzten Runde. Haben wir das eigentlich noch aufgenommen? Aber, weil Epi hat ganz laut geschrien, oh, 160. Also $160 musste ich zahlen, nicht 1000 wie du, ne? Ich habe nur 160. Ich war nur 20, nee, 10 oder 20, ja. 10 glaube ich war ich da drüber. Ja, ich war noch nicht mal viel drüber. Und wenn hier... Oh, oh, weil hier 35 ist. Oh, 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 oh. Achtung, Unfall auf unserer Spur. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Du bist ja 25 Kilometer, also Meilen weiter. Was will ich mit dem Unfall? Das weiß ich doch bis dahin gar nicht mehr. Ich habe hier Betonmischer vor mir. Active. Active Fashion. Chris Meat Market. Best Tacos in Town. Da musst du mich aber noch von... Ach so, wir sind hier... Sind wir schon über die Grenze gefahren? Best Tacos? Weil es hört sich so an, als ob wir in Mexiko sind. Ja. Arriba la raza. Muchachos. Fahrt. Wie hieß das nochmal? Los Locos? Oder hießen die nur Los Locos? Ah, wer von euch kennt sich mit Wrestling aus? Das wäre mal eine schöne Preisfrage in den Kommentaren. Weil damals, als die WWF nicht mehr WWF war und keine WCW mehr war, sondern WWE, glaube ich, schon war, ich bin mir nicht sicher, da war dieser, hieß er Kevin? Das war so ein Glatzkopf auf jeden Fall, der war im Wolfpack. Und die haben sich dann irgendwie, oder er, ich weiß es nicht mehr, hieß irgendwie Los sowieso Locos. Los Wochos. Nee, Los Locos Muertos? Nee. Oder hießen die nur Los Locos? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die haben so einen geilen... Und da habe ich mich direkt in dieses... Aber dann sind die irgendwann böse geworden. Und ja, irgendwann habe ich dann auch kein Wrestling mehr geguckt, muss ich dazu sagen. Weil das war dann so die Zeit, da war der Undertaker, glaube ich, dann auch nicht mehr drin. Oder war immer weniger drin. Und dann ist der... Ovenheart war, glaube ich, schon böse. Ich bin mir nicht sicher. Und sein Bruder ist, glaube ich, auch böse geworden zu dem Zeitpunkt. Aber wenn das Wolfpack halt eben da reinkam, dann war das so... Au! Und dann fing so eine coole Mucke an damals. Das Lied hatte ich, glaube ich, auch. Ich habe mir da mal hier so ein Wrestling-CD geholt. Also die haben wirklich gute Lieder drauf gehabt, muss ich sagen. Hallo, drängt der mich hier gerade ab? Kleiner F-Punkt. Ich darf ja nicht mehr fluchen. Ich bin ja auf YouTube. Ich mache hier einen Schwertransport. Und jetzt drängt der sich hier vor mich in die... Sag mal, willst du mich hier... Elvis, ich wusste, Elvis lebt. The truth, Elvis, stand da gerade. Aber wieso hat der Typ einen Bart? Wieso sah der so anders aus? Aber ich wusste, dass Elvis noch lebt. Wir fahren jetzt zu ihm nach Hause. Das erinnert mich an den Horrorfilm, den wir zuletzt gesehen haben. Dieses komische Etwas, so niemand wird dir helfen, oder wie hieß der nochmal? Ach so, ja, ja. Ich habe den überhaupt nicht verstanden. Oder war der wirklich so hohl, dass man, dass die am Ende dann so die Marionette war und um alles irgendwie... Ja, der war irgendwie so hohl. Ja. Ich
bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo muss ich denn hier abbiegen? Ich glaube, eine Ampel, oder? Erster Aufenthalt in Farmington. Ja, das, ihr Lieben, erinnert mich daran, dass der Epi mir versprochen hatte, Moment, ich hole das Nudelholz nochmal, dass er mindestens einmal mit mir eine Aufnahme macht in Farming-Simulator. Mhm. Ja, das können wir ja noch machen, aber... Nicht heute. Und Donnerstag ist Trine erstmal wieder dran zum Aufnehmen, ich weiß. Ach, ich sehe die Ampel ja. Ach, guck mal. Das ist doch toll. Ich dachte die ganze Zeit, ich sehe sie nicht. Ich muss jetzt hier auf diese roten Dinger warten. Ich glaube, der will auch rechts abbiegen. Ey, kann das sein, dass die Blinker von denen rot blinken? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh, Alter, wie soll ich das denn hier machen, ohne irgendwas hier zu gefährden? Ich habe jetzt extra lange ausge... Oh, ich habe jetzt extra lange... Jetzt machen die direkt eine Linkskurve. Wollt ihr mich denn hier... Ah, ich sehe dich! Ich sehe dich! Ich fahre einfach dem vor mir hinterher. Ich glaube, der fährt in die gleiche Richtung. Ich sehe nur nichts, weil hier alles dunkel ist. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm, fahr. Komm. So. Da müssen wir jetzt extra weit ausholen. In der Hoffnung, dass wir niemanden treffen. Fühlte sich aber gut an, glaube ich. Ich sehe hier gar nichts. Willst du mich denn? Das ist aber gut, dass der eine vor mir fährt, weil dann weiß ich ungefähr, wie die Straße hier geht. Oh, Alter. Nein, komm. Ist jetzt hier ernsthaft wieder. Ich kann jetzt hier nicht stoppen. Hat jetzt keiner gesehen. So. So. Brems, Junge. Ich habe Gefahrengut hinten drin. Ah, nee, ich habe nur Schwertransport. Ich habe kein Gefahrengut. So, jetzt blockiert der mir da den Weg oder was macht der jetzt da hinten? Wer denn? Der Typ, der... Ach nee, der steht vor einer roten Ampel. Ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Das ist blöd, dass ich dir nicht zugucken kann mehr. Und ich bin eigentlich schon raus. Ja, jetzt ist dein Name auch weg. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit orientiert, wo dein Name ist. Jetzt ist der weg. Oh, jetzt muss ich hier ernsthaft bremsen. Die wollt ihr mich denn... Gameplayerin ist immer noch in Farmington. Nee. Im American Truck, nicht im Farming. Ach so. Nein, Farming in dem Ort. Ja, ja, das ja. Oh, Vater. Wenn der mich jetzt von rechts überholt und dann vor mich reinsetzt, na, dann könnte ich hier so. Diese. Du kleiner. Echt, ey. Du mieses. Was ist denn jetzt schon wieder? Das ist hier enger. Oh, wieso bremst der nicht? Das ist hier enger geworden. Wie enger geworden? Ja, enger geworden. Und der hat mich einfach rechts überholt. Kann der auch mal fahren? Pass, hallo? Pass auf, wenn du einfährst in dieser Einfahrt. Da musst du ganz aufpassen. Ich bin hängen geblieben mit dem Aufleger. Ne? Ich musste nochmal zurückfahren. Dann habe ich ein Auto hinter mir platt gefahren. Bleib doch mal stehen. Ich will das anzeigen lassen, Mann. Aber ich habe mein Geld gekriegt. So, wo müssen wir denn hin? Ach, da vorne, okay. Heftig! Ich muss hier gerade erstmal gucken, wo ich hin muss. Das hilft mir nicht, wenn ich hier angehupt werde. Penner. Komm, fahr! Mann! Ich glaube, das war das ganze Auto. Oh nein, da kommt noch was. Scheiße. Und ich bin schon am Einlenken. Okay. So, wir machen das jetzt mal extra ein bisschen langsamer hier. Wie kommt man denn zu den LKW? Musst du da hinfahren zum LKW hinten oder was? Ja, aber das macht er automatisch. Also du musst da nicht die Strecke fahren oder so. Ja, aber nur in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Wie viel haben wir denn in Game?
Dein Ernst? Nein! Bleib stehen! Oh, perfekt! Sag doch einfach, das Einparken kann ich sogar mit absolut oversized LKWs. Huh, ich dachte, das sollte schwer sein. Habe ich? Ich habe es das nicht mehr mitbekommen. Auf jeden Fall kam da gerade was rein und irgendwas 8 von 30 oder sowas habe ich hier drin stehen gehabt. 9.400. Achso, ich habe einen Bonus für die Fernfahrt bekommen und einen Bonus für die hochwertige Fracht. Oh, ist doch schon einiges, ne? Sind 800, die nochmal draufgekommen sind. Mhm. Ja, lässt sich sehen. Punkte habe ich auch nochmal bekommen. Na gut, just in time. Ja, komm, ich mach da jetzt mal einen Punkt rein. Ich werde den wahrscheinlich nie benutzen können, aber... Ja, ihr Lieben, ich bin doch recht stolz auf mich, auch wenn ich einmal kleine Kollision hatte. Ja gut, da bin ich natürlich absichtlich auch noch... Nee, Moment, das war das mit dem Wiegen. Das wollte ich ja gerade sagen. Da bin ich ja absichtlich dem quasi reingefahren. Also eigentlich hatte ich gehofft, der bremst, aber die sind ja so doof da, ne? Ja, die bremsen nicht. Aber ich bin dann so quer drüber und bin dann über dieses Grüne drüber gefahren auch noch zusätzlich mit meinem überlangen Schwertransport. Vielleicht vielleicht konnte ich den auch nicht wiegen, weil er zu schwer ist. Das kann natürlich auch sein. Aber bis auf das habe ich jetzt nicht mitbekommen, dass ich jetzt irgendwo mal angeeckt hätte oder so. Also da muss ich sagen, die Fahrt verlief äußerst gut. Wahrscheinlich deswegen, weil der Epi nicht die ganze Zeit von hinten gegen meinen LKW gefahren ist und mich damit dann aus der Ruhe rausgebracht hat. Das hat er ja nur in der letzten Folge gemacht. Ne? Da ist er mit Vollgas bei mir draufgefahren, als ich an der Ampel gestanden hatte irgendwo. Nein, gar nicht. Da bist du rückwärts gefahren. Die Folge vorher. Ich sag's dir nur. Da bist du rückwärts gefahren. Ich guck nach geradeaus und du merkst, dass ich mich nicht bewege und auf einmal mache ich einen Satz nach vorne. Da hast du den Motor abgewürgt. Komm, du hast den Motor abgewürgt. Wie soll ich das denn machen bei der Automatik hier? Abgesehen davon, dass ich in meinem Leben noch nie einen Motor abgewürgt habe. Also selbst, wo ich keine Automatik gefahren bin. Ja, da steht zwar Mack wie Macke drauf bei mir. Aber trotzdem. Macke. Nee, ich war jetzt eher auf dich. Egal. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren rein, ob ihr mehr davon sehen wollt. Ob wir so ein bisschen eine Karriere damit starten sollen. Wie gesagt, ich werde da nicht jede Folge aufnehmen. Ich werde dann zwischendurch noch mal ein paar Fahrten machen. Und dann, wenn wir wieder was Neues haben, dann können wir noch mal eine Fahrt machen. Sowas wie mit diesem Schwertransport zum Beispiel. Finde ich immer so eine Sache für sich. Also das Fahren ist super. Aber wenn du dann um die engen Kurven, wo dann wirklich nur eine Straße ist, das finde ich grauenhaft mit so einem Dreierding hinten dran. Grauenhaft, ganz ehrlich. Grauenhaft. Ich krieg's eigentlich recht gut hin. Doch, einmal hatte ich einen Katsch, das war aber, glaube ich, in der Folge davor. Da habe ich ein Auto in so einer engen Kurve kurz angekatscht. Der Idiot ist aber auch einfach weitergefahren. Der stand da, lässt meinen Führerstand vorbei. Nennt man das beim LKW so? Doch, Führerstand, ne? Lässt meinen Führerstand vorbei und drückt dann einfach aufs Gas, um dann hinten in mein Auto rein zu katschen. Aber ich habe mal gedacht, warum kann der dann nicht stehen bleiben, bis ich dann komplett in die Kurve gefahren bin? Ey, die fahren ja wirklich wie die Bescheuerten. Naja. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.